So, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Ich grüße euch herzlich zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Wir zocken endlich weiter und werden auch wieder begrüßt. Ja, ich grüße auch recht herzlich. Leider hatte ich letztes Mal ein kleines technisches Problem, wo der nächste Abschnitt leider nicht, ja, irgendwie nicht wirklich aufgenommen worden ist. Und deshalb habe ich gedacht, spielen wir den nochmal. Greife jetzt auf die Optionen zu. Das war falsch. Ihre Parameter wurden gespeichert. Jo, meine Parameter. Greife auf die Story-Grafik zu. Genau, wir haben ja, wir hatten das Kapitel Farbtöne, neues Zuhause, der Maler, genau, wo wir das Bild gemalt hatten, wo es allerdings auch ein bisschen Stress gab mit dem Androiden und Lance Henriksen. Da dürfte es so interessant sein, wie sich das Ganze zuspitzt. Und das war dieser Bereich hier, wo die Kamera, die Playsee mir nicht wirklich aufgenommen hat. Mir hat das technisch nicht funktioniert. Technik, Fluch oder Segen, man weiß es nicht. Und deswegen spielen wir dieses Kapitel nochmal. Genau, und es geht direkt mit dem Kapitel vor der Bar weiter. Was? Mein Fortschritt speichern. Knochenwellen ersetzt. Ja. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund. Jetzt in den Herbsttagen kann ich nur jedem empfehlen, sich gegen jegliche Art von Grippe und Erkältung zu schützen. Mit viel Vitamin C, mit viel Zink, mit viel Vitamin D3. Mit solchen Geschichten halt. Und dann werdet ihr sehen, dann kommt ihr gesund durch den Herbst und durch die Wintermonate. Obwohl, so lange ist das hier ja auch nicht. Ab Februar ungefähr geht es ja schon wieder los, wo es wärmer wird. 5. November 2038. 23 Uhr 21 und 6 Sekunden. Wir spielen wieder den Taschenzauberer. Der Anzug sitzt. Jimmy's Bar. Oh. Androiden und Hunde müssen draußen bleiben. Ja, wenn das nicht Diskriminierung ist. Finde Lieutenant Anderson. Okay, dann scannen wir mal. Das ist übrigens ein Spiel, was man mit Ruhe spielen muss. Es geht nicht anders. Man kann nicht zack, zack durchrushen. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Ja, und? Was ist dein Problem, mein Freund? Wir können uns ja mal draußen mal messen. Das wäre mal interessant. Ein Android in der Straßenschlägerei. Dempsey Edward. Negativ. Vielleicht Luke Kane hier? Okay, er ist es auch nicht. Na cool, hier gibt es ein Videospiel. Was könnte das sein? 1942 von Capcom? Auch nicht. Okay, wir scannen MC Hammer. Okay, er ist es auch nicht. Sein Kollege guckt mich einfach nur an. Was haben wir hier alles? Wir prüfen den Spiegel. Ja, sieht fresh aus. Anzug sitzt. Okay, gehen wir mal wieder raus. Und da haben wir ihn, Lieutenant Anderson Hank. 1985 geboren. Da kommt man sich richtig alt vor. Ich bin nämlich Baujahr 77. Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir sprechen ihn an. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist bis jetzt sind die ganzen Spielabschnitte einfach die Protagonisten werden vorgestellt des Spiels. Also bis jetzt führt noch nichts zusammen. Tötungsdelikt.
Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Ja, Modell Columbo. Ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ey, wolltest du Stress oder was? Wir wollen ja, dass er sich öffnet und man muss sich immer in die Lage des anderen versetzen. Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Ja, das will ich sehen. Na komm, wir argumentieren. Hören Sie jetzt auf zu trinken und es ist immer besser, in solchen Stresssituationen besonnen zu reagieren und verständnisvoll zu reagieren, denn damit lassen sich die Situation meistens so lösen. Ach komm, wir holen ihn noch einen. Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Ja, da sagt er nicht nein, ne? Rusterman. Ja, da haben wir irgendwas erreicht bei Hank. Luke Kane hinten trinkt sein Bier. Sagtest du Tötungsdelikt? Da seht ihr. Schon ist er etwas freundlicher und so möchte er gerne kooperieren. Auf geht's zum Tatort. Ja, der Gute lebt in seinem Auto anscheinend. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ja komm, wir sind nett. Wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß kannst du nicht wählen. Gegensätzliche Befehle, Prioritäten setzen. Ah, okay. Wir folgen ihm. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Haben Sie was gesagt? Okay, wir müssen ihnen einfach nur folgen. Hier ist anscheinend der Tatort. Androiden haben hier keinen Zutritt. Was? Er gehört zu mir. Welchen Teil von bleibendem Auto hast du nie verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Ja. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Ja, ewig gefällt er mir. Du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Ist ehrlich und geradeaus. Nimmt kein Blatt vom Mund. Ja gut, das sollte man auf jeden Fall eigentlich tun mit seinem Umfeld, aber... Naja, ein Androide kann das ab. Der hat ein dickes Fell. Ist nicht so hart angepisst. Okay, haben wir die Kamera mal gewechselt, in der Bruchhütte. Okay, was haben wir hier alles? Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Wir hören mal zu, was hier passiert ist. Er ist wahrscheinlich an seinen Müll gestorben. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Oh, nice. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Ja. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Der dürfte gar sein jetzt. Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, I'm dass er alive. Einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay, wir müssen ja anscheinend Beweisstücke sammeln, suchen. Okay, das sieht auch nach Drogen. Red Eyes. Opfer an Drogen, okay. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch. Auch noch was? Das ist wohl die Tatwaffe. Hm.
Jawohl. Probier gleich direkt. Oh, Scheiße, was zur Hepatitis, was ist das? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Ah, cool. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund. Verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Getrocknetes Blut, DNS-Analyse. Okay, haben wir analysiert? Okay, hier unten liegt auch noch was. Ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ja, wir müssen 10 Sachen hier finden. Irgendein Club. Okay, was macht er hier? Er chillt. Red Hot. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Okay, wir analysieren jetzt mal die Leiche. Boah. Messerstich in der Blut. 28, ja, da wollten wir einer auf Nummer sicher gehen. Salzsäure? Okay, das hatten wir schon. Verstorben. Ach nee. Todeszeitpunkt 23.30 Uhr. Ja, haben wir hier noch irgendwo was? 3. Fingerabdrücke. Otis Carlos, Vorstrafen, Diebstahl, schwere Körperverletzung. Okay, dann rekonstruieren wir mal wieder. Das ist echt eine geniale Technik. Okay, das Opfer wurde erstochen. Okay. Stürzte. Sie kam, also der Kampf begann in der Küche, dass der überrascht wurde anscheinend. Okay, dann haben wir das auch. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Schriftart, Cyberlife Sense, was sonst? Na, irgendwas war hier noch? Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Alter, du stehst im Weg, mein Freund. Hier vorne war was am Schrank. Modell RK-800. Wie, nichts? Ist die Küche. Hier hat sich das alles abgespielt. Was haben wir denn hier? Okay, die nächste Blutprobe. Hier geht's zum Garten oder Innenhof. Okay, von Ordnung hat er nicht viel gehalten. Der Androide wohl reingekommen sein.
Schuhgröße was? 52? Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. So. Knifflig, knifflig. Okay, machen wir mal weiter. Was hat er denn für ein Problem? Bleibt der Rechtsmediziner. Okay, wir schauen uns hier mal den Stuhl an. Fingerabdrücke. Okay. Zeichen eines Kampfes. Das hatten wir gerade schon gesehen, dass vermutlich hier ein Kampf stattgefunden hat. Okay. Spielt der Android sie aus? Okay. Ist das Klatschmagazin? Die Bravo für Androiden? Fehlt ein Messer. Keine Sorge, hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Okay, hier ist auch nichts. Hier wäre ein Basie. Ah, wieder Fingerabdrücke. Sofort analysieren. Okay, der Knüppel ist auch von ihm. Aufprall. Spuren von Tyrium. Okay, da könnte sein, dass er sich gewehrt hat. Es hat auf jeden Fall ein Kampf stattgefunden, aber es sieht mir nicht so aus. Abweichler Name ist. Es sah so aus, als ob er sich quasi nur verteidigt hat. Emotionaler Schock. Ah, okay. Sah mir eher nach Verteidigung aus. Was haben wir hier Schönes? Na, zwanghaftes Schreiben. Na, wie so ein Verrückter halt, ne? Religiöse Opfergabe? Also ein richtig durchgeknallter Kerl? Wer von beiden wohl? Der Android? Oder der andere? Okay. Untersuchung, denke ich, ist abgeschlossen. Dann werden wir mal Lieutenant Anderson Bericht erstatten. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Ja, wissen wir auch. Los, ich bin ganz ohr. Alles begann. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Er hat sich verteidigt, der Android. Das Opfer griff den Androiden an. Genau. Mit dem Schläger. Ja. Dem Basie. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Aber bis jetzt haben wir gut kombiniert. Der Android stach auf das Opfer. Ja, emotionaler Schock. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wurzel.
Genau, das hatten wir rekonstruiert. Richtig. Und dann hat er ihn erledigt. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Das macht absolut Sinn. Mit dem Messer. 30 Stiche oder so. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Bisschen abgedreht, aber okay. Sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Ja, die war im Schläger. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Ja, natürlich. Ja. Hank, hat das gefallen? Okay, jetzt müssen wir diese blauen Spuren... Das ist von ihm, geht das weg? Okay, wir folgen mal den blauen Spuren. An der Wand stand auf jeden Fall etwas. Leiter wurde benutzt. Ah, okay. Öffnen wir das mal. Hier ist nichts. Schauen wir uns mal oben um. Es wäre denkbar, dass er sich da oben in, genau, auf dem Dachboden irgendwie versteckt hat. Etwas zum Klettern. Okay. Den Stuhl könnten wir vielleicht nehmen. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Mein Gott, wir haben nichts verpasst, Freunde, als ich die erste Aufnahme von dieser Stage gemacht habe, weil ich nämlich übelst verkackt habe. Und ich wollte jetzt einfach nicht diesen Level überspringen, sondern mit euch gemeinsam, dass wir das mal anspielen hier, diesen Level, und gucken, wie weit wir durchkommen. Durchsuche den Dachboden. Finde den Abweichler. Alle Spuren, Dachboden geöffnet. Okay. Hier scheint mir da jemand zu sein. Ah, okay. Das war nur eine Puppe. So stellt man sich einen klassischen Dachboden vor. Erinnere mich ein bisschen an meinen Dachboden, als ich Corona-bedingt den komplett leergeräumt habe und mir mein eigenes Gym da oben eröffnet habe. Na, wer schleicht denn da rum? Er hat sich da oben auf jeden Fall verkrochen. Also als ich das gespielt habe, diesen Abschnitt, wie gesagt, die Aufnahme war leider shittert nicht aufgenommen, da habe ich noch nicht mal alle Beweise gefunden. Deswegen ist das jetzt absolute Premiere. Bin mal echt gespannt, was passiert. Ah, okay, das ist der Abweichler. Also... Ich habe mich nur verteidigt. Ja, das wissen wir. Er wollte mich umbringen. Ja. Ich bitte dich... Verrat mich nicht. Nein, du hast dich nicht verteidigt, mein Freund. Am Anfang verteidigt. Aber danach nicht mehr. Er ist hier, Lieutenant! Ja. Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Verteidigung sieht anders aus. Na los!
Ja, Freunde, das war doch mal eine spannende Episode. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und macht mir eine Freude. Lasst mir ein Like da oder am besten abonniert den Channel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bin ich mal echt gespannt, was da weiter abgeht. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und natürlich vor allem menschlich. Tschüss, bis dann.